tatsächlich gehen die Wurzeln wirklich in die 90er Jahre zurück, auch mit Graz. Und das war damals auch eine sehr bewusste Entscheidung, eigentlich die traditionelle Germanistik zu verlassen. Also damals bedeutet so 97, um zu sagen, okay, eigentlich war ich von Beginn an vom Internet so fasziniert, dass es wirklich so ein Initialerlebnis für mich dargestellt hat, dass mir klar war, dass die Wissenschaft so nicht bleiben wird. Man ist dann auch wieder überrascht, wie konservativ oder wie beharrend natürlich gewisse Dinge sind, dass man dann doch auch über viele Dinge diskutiert, jetzt 2015, die man eigentlich Ende der 90er Jahre schon ganz klar sich abgezeichnet haben, dass sie wichtig sind, Open Access oder elektronisches Publizieren oder Langzeitarchivierung und viele andere Dinge. Worüber ich heute reden möchte, ist etwas, wo ich wirklich kein Experte bin. Und ich habe mir gedacht, für so ein Lunchtime Lecture würde ich eigentlich gerne eher etwas zur Diskussion stellen und versuchen, ein bisschen Einblick in die Werkstatt zu geben. Wobei ich dazu sagen muss, dass das gar nicht unbedingt unsere Werkstatt, ja schon zum Teil unsere Werkstatt in Innsbruck ist, aber das Zustandekommen dieser e-Learning-Anwendung ist etwas, was sicher kollaborativ geschehen wird. Also konkret wird folgendes: University College London und die University London, dort wiederum das Computing Center, eine wichtige Rolle spielen, weil das eben in diesem EU-Projekt programmiert werden wird und die Kollegen dort sozusagen die Taskleader sind. Aber trotzdem geht das Grundkonzept auf eine Idee zurück, die mir gekommen ist vor eineinhalb Jahren eigentlich schon. Und ich möchte sozusagen diese Idee präsentieren und bin auch neugierig, was Sie dazu sagen. Also bitte unterbrechen und Lunchtime Lecture, glaube ich, ist doch eher informell. Ich habe dann als erstes mal gleich eine Folie kopiert vom letzten Vortrag, weil ich kurz reingeschnuppert habe, was der Kollege das letzte Mal gesagt hat, und da ist um Forschungsinfrastrukturen gegangen oder virtuelle Forschungsumgebungen, und da haben wir gedacht, das muss ich jetzt einfach noch einmal kurz verfestigen, sozusagen, weil das wirklich genau unsere Arbeit trifft, die wir also mit einem Team von derzeit, kann man sagen, fünf Leute, wobei es gibt noch zwei andere Teams, die mit uns verbunden sind, also an der UB, das Digitalisierung on Demand oder E-Books on Demand, das ist ein größeres Projekt, bei dem 40 Bibliotheken versuchen, Digitalisierung on Demand zur Verfügung zu stellen über eine zentrale Infrastruktur, die in Innsbruck läuft. Dann gibt es auch eine Digitalisierungsabteilung, die man als Infrastruktur bezeichnen kann. Aber eben so eine virtuelle Forschungsumgebung, das scheint mir eben wirklich sehr, sehr wichtig zu sein und die Basis eben zu bieten für die künftigen Geisteswissenschaften. Und also einfach ausgedrückt, es muss zur Selbstverständlichkeit werden, dass auch Geisteswissenschaftler sowas wie eine Forschungsumgebung wie ein CERN oder so benötigen. Ja, und wenn man sich vorstellt, dass dort 10.000 Leute arbeiten an den Projekten und viele dieser Experimente, die dort gemacht werden, nur zustande kommen können, jetzt nicht Grundlagenforschung sind, sondern eben auch ganz stark anwendungsorientiert und serviceorientiert sind und natürlich ganz viel über Informatik passiert oder über Methoden passiert, die man sich aus anderen Wissenschaften leiht, um seine eigentlichen Forschungsziele in der Physik zu erreichen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, der auch in den Geisteswissenschaften immer wichtiger wird, dass man eben auf solche bestehenden Strukturen zurückgreifen kann. Und da sehen wir, da sehe ich
in den nächsten Jahren einen richtigen Bedarf, beziehungsweise werden wir uns da engagieren und das Geld in diese Richtung ausgeben. Ja, dann ist bereits kurz erwähnt worden, was ist jetzt der Hintergrund jetzt der konkreten Arbeit? Wir haben gesagt, Transkribus und die E-Learning-Umgebung, also ich sage jetzt praktisch ein paar Dinge über diese Forschungsumgebung Transkribus, wie das zustande gekommen ist und was da sozusagen passiert ist. Es beruht, also es ist eigentlich ein idealtypischer Ablauf, kann man sagen. Es gibt ein Forschungsprojekt im Bereich Handschriftenerkennung, wo es eigentlich noch um Grundlagenforschung geht. Das heißt, Handschriftenerkennung ist etwas, was in den Computerwissenschaften eigentlich schon seit 10, 15, 20 Jahren, ganz frühe Anfänge, noch viel früher, durchgeführt wird, aber in den letzten Jahren eine gewisse Dynamik bekommen hat, aber noch auf sehr, sehr eingeschränkten Datensätzen durchgeführt wurde. Und dieses Projekt, was von den spanischen Kollegen geleitet wird und jetzt mit 31.12. also ausläuft, hat erstmals diese Grundlagentechnologie übertragen auf tatsächlich historische Dokumente, sozusagen mal versucht, damit zu arbeiten. Sehr viel ist gemacht worden für Jeremy Bentham, also englischen Philosophen des 18. und 19. Jahrhunderts, aber auch mit frühmittelalterlichen Texten, spätmittelalterlichen Texten, frühneuerdeutschen Texten und anderen, ist da das erste Mal sozusagen gearbeitet worden. Und eins der Ziele war eben, Demonstratoren zu entwickeln, also zu zeigen der wissenschaftlichen und darüber hinausgehenden Öffentlichkeit, was ist sozusagen auf Basis dieser Grundlagentechnologie möglich. Und aus dem heraus ist dann eben auch Transkribus entstanden. Das ist ein kurzer Blick aufs Interface. Was da wichtig ist, dass eben auch der Computer sozusagen benötigt eine enge Verbindung zwischen Text und Bild. Also man sieht hier die Baselines und ganz leicht auch die Line Region, also sprich der Input für den Computer ist, oder für die Handschriftenerkennung ist zeilenbasiert. Das heißt, es wird keine Segmentierung in Wörter vorgenommen und schon gar nicht in einzelnen Buchstaben, weil das wäre viel zu kompliziert und fehleranfällig, sondern was der Computer tatsächlich erhält, ist ein kleines Bild, was sozusagen diesen Umriss besitzt, also ganz leicht blau eben erscheint und die ganze Zeile abbildet. Und aufgrund dieses Bildes und dem dazugehörigen Text wird eben ein sozusagen mathematisches Modell entwickelt, das die Regularitäten zwischen hier und hier sozusagen beschreibt und erlernt. Also das ist ein maschinenlernendes Verfahren. Es gibt verschiedene Methoden. Die Methode, die da angewendet wird, ist sogenannte Hidden Markov Models. Es gibt aber auch, was jetzt fast moderner ist und eine große Konjunktur erlebt, sind neuronale Netze, die wesentlich mächtiger noch werden können, allerdings auch einen sehr, sehr großen Rechenaufwand benötigen. Und ja, also das heißt, diese Verbindung ist ganz wichtig zwischen Text und Bild. Und wenn die also gegeben ist, das muss man sich eben immer vor Augen halten, das ist eines der großen Enttäuschungen, die man sozusagen erlebt, wenn man dann den ersten Schritt macht und versucht, die Anwendung konkret zu benutzen, dass so schöne Baselines wie hier kriegt man schon, aber man kriegt sie nicht für jeden Text. Das heißt, die eigentliche Layout-Analyse, eben, Sie können sich vorstellen, das ist jetzt der saubere Text von einem Gerichtsurteil, von einem professionellen Schreiber Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben. Wenn es dann also in Dokumenten
Dokumente reingeht, in Archivdokumente, die stärker Listencharakter haben oder die Tabellencharakter zum Beispiel haben, da wird es dann natürlich oft sehr schwierig, dann wirklich zu sagen, okay, wo ist eine Zeile und wo nicht mehr, wo fängt der nächste Block an und wo fängt die nächste Spalte an und diese Sachen. Und das wird aber als Input, zumindest bei den derzeitigen Verfahren, noch benötigt, als Input für diese eigentliche Erkennung. Auf der Basis dann von in dem Fall 88 Seiten kann dann trainiert werden. Also diese 88 Seiten dienen sozusagen als Trainingsset, beziehungsweise ungefähr um die, glaube ich, das sind dann mehrere tausend Zeilen, beziehungsweise eben um die noch 30.000 Wörter, die jetzt bei diesem Reichsgericht, das war auch schon von da, eben verwendet wurden. Und die Ergebnisse, die damit zu erzielen sind, schon eigentlich doch recht beeindruckend. Das heißt, wobei das kommt immer auf die Perspektive drauf an. Ich habe das kommt immer darauf an, wer im Publikum sitzt, weil wir haben vor einiger Zeit Computerlinguisten die Sache gezeigt und die haben dann groß die Augen gerieben, was ein Drittel aller Wörter ist falsch, das ist ja furchtbar, damit kann man überhaupt nichts anfangen. Es ist nicht ganz so schlimm, weil die Word Error Rate ist sehr, sehr streng und bezieht auch Satzzeichen mit ein. Das heißt also schon, ein falsches Satzzeichen wird als Wort gerechnet. Und damit ist also sozusagen diese Word Error Rate wirklich sehr, sehr streng. Wohingegen die Character Error Rate entspricht mehr dem, was man kennt von den, wenn man also mit OCR zu tun hat, Optical Character Recognition. Und da ist es wiederum so, dass eigentlich 85% richtig erkannte Buchstaben, beziehungsweise da 90% richtig erkannte Buchstaben schon sehr, sehr viel ermöglichen. Also Volltextsuche und so weiter ist damit schon sehr gut möglich. Und auch Text-Mining-Verfahren oder andere Dinge lassen sich zumindest teilweise noch sicherlich durchführen. Ja, und der Schluss aus dem Ganzen war sozusagen, die HDA ist am Weg von der Grundlagenforschung zu einer Anwendung. Das war ungefähr vor 2 Jahren eigentlich der Ausgangspunkt und wir haben dann das Glück gehabt, muss man sagen, dass, wobei diese Ausschreibung schon öfters vorhanden war, aber trotzdem, das war immer noch der E-Infrastructure, sind diese EU-Ausschreibungen gelaufen, schon seit Jahren, aber diesmal ist eben auch die Ausschreibung gewesen, Virtual Research Environments. Und das hat tatsächlich sozusagen wie die Faust aufs Auge gepasst. Und wir haben dann praktisch fast ein Jahr lang diesen Antrag vorbereitet, wo es klar war, dass man natürlich für so eine Research Infrastructure auch die Basis verbreitern muss und entsprechend Universitäten aus verschiedenen Bereichen noch einladen wird, da mitzumachen, um eben zum Beispiel die neuronalen Netze auch als eine Forschungsgruppe beschäftigt sich mit neuronalen Netzen dabei zu haben, aber auch diese Layout-Analyse zu stärken. Und das machen in dem Fall jetzt die Technische Universität Wien, wird in dem Bereich arbeiten, um zum Beispiel Tabellen und so weiter besser zu erkennen. Und auch ganz wichtig natürlich die Archive mit einzubeziehen, sprich zu zeigen, dass es bereits Archive gibt, die Massen digitalisieren und nicht sozusagen, also wenn ich jetzt in Österreich die Situation nehme, in Innsbruck oder auch in Wien oder am Staatsarchiv, da steht man der Digitalisierung doch nur sehr reserviert gegenüber, beziehungsweise wird man so Diskussionen führen, ja, einzelne kleine Bestände digitalisiert man und ist dann schon zufrieden. Tatsächlich schaut es natürlich so aus, dass man da ganz andere Haltung einnehmen muss, dass letztlich klar ist, dass Archiv dass nur eine Frage der Zeit ist, bis von A bis Z durchdigitalisiert ist. Und das eine der Hauptaufgaben ist, dass das natürlich Jahrzehnte dauern wird, ist klar. Aber
irgendwann muss man anfangen sozusagen, man braucht einen strategischen Plan. Ich war vor 2 Wochen in Den Haag und habe dort auch diesen Workshop gemacht. Und da bin ich dann auch dann von einer Dame vom Nationalarchiv angesprochen worden, von Holland, die also gesagt hat, sie sind von der Regierung beauftragt worden, jetzt immerhin 15% ihres Bestandes zu digitalisieren. Und 10% ihres Bestandes zu digitalisieren. Und das sind bei 125 Kilometer doch immerhin 12,5 Kilometer. Die sie digitalisieren müssen. Also das heißt, da wird wirklich in Kilometern dann gedacht, aber das geht. Ich meine, ein Teil davon ist natürlich Mikrofilm, aber ein Teil ist auch konkret. Und dann kann man damit natürlich auch arbeiten. Und das sind halt die Perspektiven aus meiner Warte, die man in der Geisteswissenschaft denken muss. Also es geht nicht darum, sicher, am Anfang geht es jetzt darum, auch kleine Bestände zu kriegen, die man digital hat. Aber von der größeren Perspektive her ist klar, man wird es mit riesigen Datenmengen zu tun haben, die man verarbeiten muss und verarbeiten kann. Das ist natürlich auch ein Privileg, dass man überhaupt die Chance hat, dann mit Millionen von Archivdokumenten zu arbeiten. Ja. Was wird unter Digitalisierung verstanden? Nur einscannen oder? Ja, also das heißt, ein guter Scan ist tatsächlich A und O. Aus meiner Warte. Ich verwende zwar auch sehr gerne einen umfassenden Begriff von Digitalisierung, also sprich alles, was damit zusammenhängt, dass man eben analoge Methoden durch digitale ersetzt, ist in gewisser Weise Digitalisierung und diese Diskussion Industrie 4.0 und so weiter wird ja auch gerade in Deutschland, in Österreich ein bisschen weniger, aber in Deutschland sehr stark geführt. Und umfasst eben alle Bereiche, nicht? Von Banken bis Industrie und so weiter und so weiter. Also ja, es gibt einen umfassenden Begriff, hundertprozentig, und genau diese Forschungsumgebung ist natürlich auch so eine Art von Digitalisierung, umfassender Digitalisierung. Situation von Archivgut geht es natürlich vom Scanner. Gut, das Ziel war also Forschungsinfrastruktur schaffen. Und es war irgendwie klar, wenn man sich also hinsetzt und ein bisschen drüber nachdenkt, dass man das nicht machen kann, wenn man diese ganze Anschriften erkennen, die ganze Technologie, die Folgen sozusagen abschätzen möchte und versucht, da was Sinnvolles zu tun, dann ist klar, dass man nicht sich auf einen Sektor konzentrieren kann. Sondern man braucht mehrere Sektoren, sprich Archive, Bibliotheken, Geisteswissenschaftler, weil die ja schließlich auch wissenschaftlich mit dem Ganzen arbeiten, die Öffentlichkeit, die ja auch eine wichtige Rolle spielt, und natürlich die Technologie, weil Technologie bedeutet ja auch immer, dass nach wenigen Jahren schon das veraltet ist, was man gerade noch gemacht hat. Und das muss man sich auch gewöhnen als Geisteswissenschaftler, wenn man digital arbeitet, dass es viel, viel rascher geht wie früher, dass die Dinge veraltet sind und alt ausschauen. Das ist halt so. Gut, eine zentrale Komponente ist aber eben dann diese Plattform, die sozusagen vermitteln möchte. Da nochmal sozusagen plakativ zusammengefasst und sehr, sehr einfach, aber so von der Grundidee her ist die Plattform eben ein Mediator zwischen den verschiedenen Benutzergruppen, und um sie zu rechtfertigen, um einen Nutzen daraus ziehen zu können, muss sie eben für alle Benutzergruppen auch Dienstleistungen anbieten bzw. etwas anbieten, was in dem jeweiligen Kontext eben einen Sinn macht. Also ich werde den Geisteswissenschaftler nicht unbedingt mit Langzeitarchivierung konfrontieren, weil das ist nicht sein Geschäft. Aber für Archive ist natürlich Langzeitarchivierung und damit angereicherte und standardisierte digitale Objekte ein wichtiges Thema. Umgekehrt, weil die Computerwissenschaftler nicht mit Scannen und Digitalisierung oder Auswahl von Materialien beschäftigen. Aber es ist klar, dass sie natürlich in den ganzen Plattform mit einbezogen werden müssen, weil dort natürlich sehr, sehr viel passiert.
und die Technologie eben wird, man sozusagen konservieren kann, sondern ständig weiterschreiben muss. Da ist wiederum eben so, dass die sehr, sehr interessiert sind an Referenzdaten. Also Referenzdaten sind also Daten, die im Grunde zeigen, was man sich erwartet. Oder Ground Truth wird es halt genannt. Das heißt, wie wir es zuerst schon gesehen haben, damit die HDA lernen kann, benötigt sie, also viele Lernverfahren, nicht alle, aber viele benötigen vorgegebenes Material, damit man sozusagen sieht, was rauskommt. Und ja, also das kann sozusagen eine Schleife sein. Und dann eben natürlich Geisteswissenschaftler, die interessiert sind, mit den Dokumenten zu arbeiten, sie auszuwerten über verschiedene Interfaces und natürlich auch unter Verwendung von diversen Tools oder Algorithmen. Also HDA steht für Handwritten Text Recognition, DIA steht für Document Image Analysis, ganz wichtiger im Bereich der Analyse. KWS ist Keyword Spotting. Es gibt also auch noch andere Verfahren als kleines Volltextsuche, die also etwas intelligenter sind. NLP, Natural Language Processing, spielt eine große Rolle. AWI wäre Automatic Writer Identification, auch ein Thema, was für viele Geisteswissenschaftler interessant ist, dass man also Schreiber voneinander trennen kann. Und HPC ist halt für High Performance Computing, weil das Ganze immer sehr rechenaufwendig ist und von daher auch sozusagen Backbone benötigt. Gut, konkret umgesetzt haben wir das so, dass 40% in die Grundlagenforschung gehen, 30% in Service. Und das ist eben jetzt genau für so eine Forschungsinfrastruktur ganz eine wichtige Sache, dass eben nicht nur alles in die Forschung läuft, sondern eben auch Service angeboten werden soll und muss sozusagen. Das heißt, es gibt echte Dienstleistungen, die über die Produkttypen hinausgehen. Und in dem Bereich eben spielt die E-Learning-Komponente auch eine Rolle, die ein bisschen lang braucht, bis ich auf den Punkt gekommen bin. Tut mir leid, aber. Und 30% Netzwerk, sprich Aktionen, Arbeit, um in den verschiedenen Zielgruppen weitere Leute zusammen zu gewinnen oder Institutionen zu gewinnen. Das kann also von den Wettbewerben für Computerwissenschaftler reichen. Zum Beispiel dort ist relativ üblich, eben in Konferenzen auch Wettbewerbe zu machen, zum Beispiel zur automatischen Writer Identification. Oder eben, indem man die Sachen von, also die digitalisierten Sammlungen von Archiven reinnimmt oder eben versucht, Geisteswissenschaften zu gewinnen, damit zu arbeiten. Diese E-Learning-Komponente fällt auch unter den Begriff Innovation. Das ist ganz interessant, dass dieses Horizon 2020-Programm nicht nur auf reine Grundlagenforschung abzielt, sondern eine sehr klare Unterscheidung macht zwischen Grundlagenforschung und Innovation. Und das scheint aus meiner Warte eine sehr vernünftige Unterscheidung zu sein, weil Grundlagenforschung ist nicht sozusagen a priori schon innovativ. In der Grundlagenforschung geht es auch sehr, sehr stark um Datensammeln, sozusagen einen stetigen Prozess. Das Disruptive, was typischerweise eben mit einer Innovation verbunden ist, muss nicht unbedingt sozusagen benötigt, nicht unbedingt diesen langen Vorlauf, den oft Grundlagenforschung hat. Und ich sage das deswegen, weil wenn man sozusagen auch wieder mal irgendwo anders mit dem Thema zu tun hat, Innovation ist jetzt wirklich sehr, sehr groß geschrieben und ich fühle mich eigentlich wohl dabei, dass man sagt, ja, da geht es eigentlich mehr um Ideen und um etwas auch ausprobieren und natürlich auch dann auch um eine andere Fehlerkultur, was ja auch bei der Grundlagenforschung oft da ist null Fehlertoleranz, nicht? Wohingegen bei der Innovation geht es vieles nur über das Ausprobieren und dann sieht man eh, was rauskommt. Und das ist genau für diese E-Learning-Komponente
die würde das eben auch beanspruchen. Und die Nachhaltigkeit und so weiter spielt auch eine Rolle. Gut, die E-Learning-Komponente soll also Teil von so einer Forschungsinfrastruktur sein. Ist zugegebenermaßen soll das nur ein ganz kleiner Teil werden, aber aus meiner Warte doch nicht uninteressant. Das heißt, jeder, der sich mit historischen Handschriften beschäftigt, ist automatisch damit konfrontiert, dass sie oft schwer zu lesen sind. Und wenn man mit Historikern, Professoren und so weiter spricht, dann ist natürlich auch die Klage schnell bei der Hand, ja, die Studenten können ja nicht einmal mehr einfache historische Texte in Kurrent oder Sütterlin oder wie auch immer lesen. Das heißt, da gibt es eigentlich ein ganz klares Bedürfnis, dass historische Handschriften gelesen werden können. Und auch wenn man über automatische Handschriftenerkennung spricht, der Computer wird es einem nicht abnehmen, sozusagen das zu lesen. Er wird eben seine Fehler machen und muss auch trainiert werden und so weiter und so weiter. Also das heißt, das, das komme ich sowieso nicht hinweg. Der gute Punkt ist eigentlich, dass man dass die HDA genauso eben Textmengen benötigt, um lernen zu können, und das Üben sozusagen ist ja auch eines der zentralen, oder die zentrale Methode beim Handschriften lesen, erlernen, üben und einfach machen, ist wahrscheinlich das Wichtigste, um eben Routine zu bekommen. Gut, die Grundidee ist also, die vorhandene Infrastruktur zu benutzen, um auf der anderen Seite von Studentinnen, aber auf der anderen Seite natürlich auch alle jene, die interessiert sind an Crowdsourcing oder Volunteering-Projekte, denen damit auch ein Instrument an die Hand zu geben, damit sie eben selbst sich sicherer fühlen. Es ist so, dass zum Beispiel die das Transkribentem-Projekt verfügt, glaube ich, über inzwischen 10.000 registrierte Benutzer, und die transkribieren brav 100, 120, 150 Seiten pro Woche, was sehr viel ist. Ja. Wenn man doch pro Seite eine Stunde oder mehr, kann man schneller mal veranschlagen. Und also wie gesagt, 10.000 Benutzer, aber tatsächlich arbeiten dann 20 bis 30. Das heißt, die Leute, die sich mal dafür interessieren und immerhin sich registrieren und bereit sind, etwas zu tun, werden dann natürlich schnell wieder abgeschreckt, wenn sie sehen, oh je, bin mir nicht ganz sicher, ja, und dann ist es doch nicht so einfach, aber eigentlich ja, wäre es schon interessant. Aber. Und wenn man da ein Tool hätte, mit dem so jemand sozusagen auch eine gewisse Sicherheit erreichen kann, dann wäre das sicherlich auch sinnvoll. Ja, entsprechend werden dann die Anwendungen eben Lehrveranstaltungen, Trainingsprogramme und wenn man ganz weit denkt, sozusagen könnte man diese E-Learning-Anwendung in Transkribus sozusagen sogar in Richtung von einem Standard in der Ausbildung machen. Es hat zum Beispiel das bayerische Staatsarchiv hat jetzt eine Seite veröffentlicht mit Beispielen von historischen Texten, jeweils eine Beispielseite und die korrekte Transkription dazu, um eben genau, also hat das dann kategorisiert in leicht, mittel, schwer, und vom 11. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hat sie eben diese Beispielseiten gebraucht und genau mit dem Sinn eben auch sozusagen das Lesen und den Ziel dann zu unterstützen. Gut, welche vorhandenen Komponenten? Wir haben auf der einen Seite besteht eben die Plattform aus User Management, Dokumentenmanagement, es gibt Collections, es gibt Sammlungen drinnen aus den unterschiedlichen Sprachen und den unterschiedlichen Epochen. Und natürlich kann man auch ständig neue reinbringen. Das heißt, wenn ich also jetzt sage, ich habe ein bestimmtes Projekt und möchte meine Mitarbeiterinnen schulen,
und möchte, dass die also bestimmten Standards sozusagen erreichen, dann, bevor sie dann ernsthaft transkribieren, dann kann ich mir das natürlich auch selbst sozusagen erstellen oder sollte mir selbst erstellen können. Eben dafür braucht es aber Zusatzmodule, zusätzliches Interface zur Präsentation der Dokumente, also wie kann ich den Lernprozess dann konkret in Gang setzen. Dann muss ich natürlich dieses Lernmodul auch managen können, das heißt auch muss die Dokumente auswählen können, einschränken können, vielleicht die Leute auch noch zusätzlich auswählen können und so weiter. Und das eigentliche interaktive Lernmodul wird es eben auch benötigen. Dazu gibt es dann ein paar Gedanken dazu. Vom Interface her ist klar, Bild und Text werden eng miteinander verknüpft. Das ist ohnehin etwas, was sozusagen schon gegeben ist. Und die zweite Idee, die kommt von Philipp Schöfel, der ist der Herausgeber von dieser Bentham Edition. Und er hat gemeint, eigentlich könnte man es so machen wie bei diesen Online-Kreuzworträtseln, Check or Cheat. Das heißt, man kriegt eine Zeile zum Beispiel und könnte so ausschauen, man könnte kein Wort sehen oder schauen wir mal der Einfachheit halber, sieht man diese vier Worte und müsste dann dieses ergänzen. Wenn ich es kenne, dann schreibe ich es hin. Also in dem Fall ist es, glaube ich, relativ einfach zu lesen. Und oder eben, wenn ich es nicht kenne und es sozusagen lernen möchte, dann drücke ich auf Cheat und es wird mir eben erscheinen. Und das ist sozusagen, ja, ist ein gewisser Lerneffekt wahrscheinlich gegeben. Und so kann man dann, könnte man sozusagen durchgehen. Ja. Eben Check oder Cheat. In dem Fall also diesen Schmerz. Dann auch das Andenken, genau, also das ist eine relativ saubere Schrift. Wobei ich sagen muss, ich bin kein Experte, ich bin da genauso. Da sind wir ein bisschen gesessen, dass wir das gefunden haben. Das sind die Kameraden. Und was natürlich vernachlässigt ist, sind die ganzen Rechtschreibfehler, die man dann natürlich auch bei den ganzen Editionen sieht. Aber die Grundidee sozusagen wäre, und das lässt sich technisch natürlich relativ einfach machen, man kann eben einen oder mehrere Wörter aus, also man hat die Zeilen, man kann natürlich auch mehr Zeilen zeigen, das ist klar, aber der Einfachheit halber kann man diese, also eine Zeile nehmen. Und je mehr ich natürlich an Kontext weggebe, desto schwieriger wird die Sache, das ist klar. Aber im Grunde, glaube ich, lebt das Lernen davon, eben diese Verbindung zwischen Text und Bild zu haben und das oft genug zu sehen. Jetzt, also das, wie findet Lernen sozusagen statt, aus meiner Warte eher intuitiv als regelbasiert. Das heißt, einfach durch Übung, durch sehr vieles Sehen von dem Bild und dem richtigen Text. Das wäre, glaube ich, das eigentlich das Entscheidende. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie besorgt man sozusagen das nächste Wort? Also das heißt, welches Wort wird der Lernende als nächstes erhalten? Also welches Wort soll er sozusagen erraten können? Und da scheint es mir wichtig zu sein, dass das so, wie es bei diesen paar Wörtern da jetzt der Fall war, dass es eben mit einem Klick sozusagen geht. Und damit das Ganze nicht ermüdet, muss eine gewisse Abwechslung da sein, beziehungsweise wie wählt man eben jetzt das nächste Wort aus? Das ist aus meiner Warte die Hauptfrage, die man da
sozusagen beantworten muss. Aus meiner Warte, was sich sofort anbietet für diese Auswahl, ist natürlich benutzergesteuert. Der Benutzer kann sozusagen wählen, da sagt er dann, gib mir ein Wort mit großem S am Anfang. Oder gib mir längere Wörter. Oder gib mir, die Auswahl von der Sammlung ist sowieso klar, also Deutsch oder Englisch oder 17. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert oder 20. wie auch immer. Das ist klar, das hängt ja auch stark dann mit den Zielen sozusagen zusammen. Welcher Level möchte ich sozusagen erreichen? Der Vorteil von dem wäre sozusagen, wenn ich das benutzergesteuert mache, dass es relativ leicht zu programmieren ist, weil das kann man relativ einfach in der Datenbank abbilden, beziehungsweise wird ohnehin in einem Index abgebildet. Und da ich zu jedem Wort natürlich auch immer die dazugehörige Zeile als Koordinate habe, kann ich das entsprechend machen. Aber der Nachteil ist, aus meiner Warte, sozusagen der Benutzer müsste sozusagen sein eigenes Lernprogramm aufstellen, was vielleicht am Anfang ganz gut ist, also als Zusatzfunktion wohl auch Sinn macht, um schnell mal zu schauen, ja, wie wird denn da das große K geschrieben, und dann ist man überrascht, es in den verschiedenen Varianten zu sehen. Das hat sicherlich auch einen Lerneffekt, aber als alleiniges Verfahren, glaube ich, ist nicht zielführend. Die andere Methode wäre, dass man sozusagen systematisch, also eher lernzentriert versucht, diese Wörter zu präsentieren. Das heißt, da wird man halt bestimmte Regeln aufstellen, wird eben sagen, okay, wir kennen ja die Verteilung der Wörter sowohl im Korpus als auch in der deutschen Sprache oder in welcher Sprache auch immer relativ gut, wissen, was ist häufig, was ist weniger häufig, können uns eben überlegen, was aus Erfahrungswissen heraus, was sind typische Alter. Also das heißt, man könnte so eine Art Expertenprogramm machen, mit dem der Lernende konfrontiert wird und wo man sich eben erwartet, dass der Lerneffekt relativ groß ist. Aus meiner Warte ist es recht aufwendig zu programmieren. Man muss das dann für jede Sprache anpassen, möglicherweise sogar für die Jahrhunderte, für die Schriftarten, für die Dokumententypen. Man braucht natürlich auch die Experten, die das sagen, okay, das wäre richtig, das wäre wichtig. Also das heißt, da ist viel an Expertenwissen notwendig und viel an Programmierung. Und scheint mir nicht wirklich durchführbar zu sein. Eine sehr einfache Methode wäre das genaue Gegenteil. Man präsentiert diese Wörter, die der Benutzer erraten soll oder lesen soll, zufällig. Das heißt, da wählt der Computer einfach aus und die üblichen Einschränkungen natürlich auf Sprache, Periode und so weiter. Der Vorteil ist vor allem, es ist sehr, sehr einfach zum Umsetzen. Das ist von der Programmierung ja praktisch kein Aufwand. Man hat 20.000 oder bei dem Reichsgericht 29.000 Wörter und kann dann relativ einfach zufällig auswählen, kann ja dann sicher auch noch ein paar Dinge überlegen bei der Zufallsauswahl. Man wird eben auch häufige Wörter öfters präsentieren, das heißt, das hat auch den positiven Effekt, dass eben häufiges auch häufiger gezeigt wird und von daher schneller gelernt wird. Und der wesentliche Nachteil, den ich immer erwarten würde, ist, dass es eben ermüdend wird und dass es unter Umständen zu wenig Interaktivität sozusagen besitzt, wenn der Computer eben wirklich dann zufällig die Folge vorgibt. Kurz Zwischenüberlegung. Welche Daten haben wir denn, die wir im Lernprogramm nutzen könnten? Und da gibt es doch einiges. Wir wissen von den Wörtern einiges. Also die Wörter können ja Dokument zugeordnet werden.
was zu einem bestimmten Zeitpunkt publiziert wurde und eventuell einen bestimmten Schreiber hat, bestimmte Schriftart hat. Wir kennen die Häufigkeit des Wortes. In vielen Fällen, wenn so aus so einer normalen, sozusagen unter Anführungszeichen, digitalen Edition stammt, wird man wissen, ob es ein Personen- oder Ortsname ist, was natürlich immer eine besondere Herausforderung ist, weil man dann ja sozusagen nicht auf sein übliches Repertoire zurückgreifen kann. Und auch natürlich, ob es mit Großbuchstaben, Kleinbuchstaben geschrieben wird, was auch prähistorische Schriften immer wieder ein großes Thema ist. Und man weiß natürlich auch, wie häufig Buchstaben in der jeweiligen Sprache vorkommen. Das ist klar, großes X wird man sehr selten sehen, großes E meinetwegen viel häufiger. Dann wissen wir vom Benutzer selbst, der dieses Interface da benutzt, relativ viel. Also nachdem wir kennen, wie viele Sessions, wie lange Sessions, wie viele Wörter, welche Wörter er bisher gesehen hat. Wir wissen zu jedem seiner Wörter, ob er sie richtig oder falsch ausgefüllt hat, wie viele Versuche er meinetwegen gemacht hat, ob er zuerst probiert hat, einen Check zu machen oder gleich nachgeschaut hat, sozusagen, was das richtige Wort ist. Also vom Benutzer ist uns auch einiges bekannt. Dann natürlich von den anderen Benutzern wissen wir auch viel. Also natürlich von jedem Benutzer wissen wir was. Das heißt, wir können noch einmal eine Ebene dazugeben und wissen eben, wie andere Benutzer sich bei einem bestimmten Wort verhalten haben. Und kennen aber auch Dinge wie, also die Dropout-Quote, kommt jemand zurück,